Das Deutschlandstipendium. Eine Bildungsinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die nicht nur herausragende Leistungen im Studium fördert, sondern insbesondere gesellschaftliches Engagement. Neben der ideellen Förderung werden Stipendiaten mit 300 Euro monatlich unterstützt, die zur einen Hälfte vom Bund, zur anderen Hälfte von Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen oder Vereinen stammen. Das Deutschlandstipendium hat mein Leben insofern erleichtert, dass ich aktuell mich mehr auf mein Studium und auf Projekte konzentrieren kann, die ich natürlich viel lieber mache, als neben dem Studium zu arbeiten. Ich habe viel mehr Zeit mit meinen Kindern, die ich mit denen auch gerne am Rhein verbringe. Das Stipendium ermöglicht es mir, weitere interessante Kurse zusätzlich zu belegen. Ja, Düsseldorf war für mich einfach die erste Wahl, hier an eine Hochschule zu gehen, weil ich einfach glaube, der Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftsfaktor Düsseldorf an sich mit vielen großen ansässigen Unternehmen kann mir in meinem Studium weiterhelfen. Meine Freude am Studieren ist ziemlich gestiegen, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass meine Leistungen anerkannt werden. Das Deutschlandstipendium hat mir dabei geholfen, dass ich schneller im Studium durchkomme und ich engagiere mich noch mal mehr im Studium und achte darauf, dass ich wirklich gute Noten habe. Ich durfte meinen Förderer in einem persönlichen Gespräch kennenlernen, habe dann auch eine persönliche private Werksführung erhalten. Neben der finanziellen Leistung gibt es natürlich noch eine ganze Menge, was man an ideeller Förderung durch das Deutschlandstipendium bekommt. Ich habe schon viele verschiedene Unternehmen kennenlernen dürfen, habe Kontakt zu anderen Förderern bekommen und habe deswegen, glaube ich, auch schon ein ganz gutes Netzwerk aufbauen können. Und wie man weiß, sind Kontakte mehr wert als jede Bewerbung. Neben dem Studium engagiere ich mich in einem gemeinnützigen Verein, den wir vor einiger Zeit selbst gegründet haben. Innerhalb dieses Vereins entwickeln und bauen wir einen Elektrorennwagen, um einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Elektromobilität in Deutschland vielleicht auch mal etwas voranzutreiben. Es ist einfach schön zu sehen, wie was wächst, was man mit eigenen Händen erschafft und was in seinem Kopf vorher nur als Vorstellung existierte, dann wirklich in Realität vor sich stehen zu haben. Neben dem Studium helfe ich manchmal im Kinderheim aus. Die haben da so einen eigenen kleinen Stall mit Pferden, da fällt immer super viel Arbeit an. Und die Kinder haben auch oft noch viele Fragen, da bin ich froh, wenn ich denen ein bisschen mit meinem Wissen aushelfen kann. Die Gründe für mein gesellschaftliches Engagement sind, dass ich super gerne mit Tieren arbeite. Oder auch die Kinder, wenn man eben denen was erklärt, dass sie das halt auch aufnehmen und beim nächsten Mal wieder wissen und auch anwenden können. Ja, in meiner Freizeit trainiere ich in der Jugendhandballmannschaft in meinem Heimatverein in Neukirchen-Flüen. Dort bringe ich halt 17- und 18-jährigen Jugendlichen das Handballspielen bei. Wir haben zweimal die Woche Training. Ich finde es einfach schön, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Das macht mir Spaß. Und auch einfach zu sehen, dass beispielsweise beim Handball die Kinder dann immer wieder Neues lernen und Spaß haben, mehrmals die Woche halt zum Training zu kommen. Ich habe mich schon immer gesellschaftlich engagiert. Ich war in der Schule Klassensprecherin, ich war in der Konferenz. Meine Mutter ist auch schon Sozialarbeiterin und deswegen kenne ich das einfach so, dass man das macht. Und von daher engagiere ich mich sehr gern. Viele Sachen sind alleine gar nicht möglich. Da braucht man Teamarbeit, da braucht man Leute, die einem helfen, die einen eventuell auch unterstützen oder die man halt selbst unterstützen kann. Und von daher ist gesellschaftliches Engagement für unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, unabdingbar.